In diesem Video zeige ich dir, wie du das geheime Ende von Black Myth Wukong freischalten kannst. Dadurch wirst du übrigens wertvolle Belohnungen wie beispielsweise der jetzigen Verwandlung erhalten. Zudem kommt noch hinzu, dass du eine der stärksten Waffen, eine Goldtrophäe und wertvolle Materialien für Upgrades erhältst. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, werde ich dir jetzt erstmal erklären, welche Voraussetzungen du für das geheime Ende erfüllen musst. Voraussetzung 1 ist, dass du bereits alle Endbosse aus den vier verschiedenen Geheimregionen besiegt hast. Sollte dir hier noch einer fehlen oder du dir nicht sicher sein, schau gerne mal in die jetzigen Videos rein. In diesen zeige ich dir nicht nur, wie du die Geheimregionen erreichen kannst, sondern wie sich auch die Endbosse besiegen lassen. Die ganzen Guides kannst du übrigens wie gewohnt im angepinnten Kommentar finden. Und nachdem du das jetzt weißt, kann es auch schon direkt mit der zweiten Voraussetzung weitergehen. Bei dieser ist es so, dass du die Schatzjäger-Questreihe in Kapitel 3 absolvieren musst. Und solltest du diese noch nicht abgeschlossen haben, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. Für die dritte und somit letzte Voraussetzung musst du das Game abschließen. Hierfür begibst du dich zum jetzigen Stein in Kapitel 6 und solltest du nicht wissen, wie du hierher gelangst, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. In diesem zeige ich dir, wie du das sechste Kapitel abschließen kannst und somit dann zum jetzigen Stein gelangst. Nachdem du den Stein berührt hast, wirst du jetzt in eine andere Welt gezogen und hier wirst du jetzt ein paar Bossfights absolvieren dürfen. Danach ist die Hauptstory durch und dadurch landest du anschließend im Hauptmenü. Wichtig ist es hierbei zu wissen, dass du jetzt keinen neuen Zyklus startest, sondern die Reise fortsetzt. Und nachdem du all diese Voraussetzungen erfüllt hast, begibst du dich zum jetzigen Schrein in Kapitel 3 und nutzt denselben Weg wie ich. Kurze Info an dieser Stelle, im Innenbereich angekommen, kannst du auf der linken Seite einen weiteren Schrein aktivieren. Danach begibst du dich nach oben so wie ich jetzt im Video und dadurch wird dann automatisch eine weitere Cutscene gestartet. Nach dieser geht es dann im Außenbereich weiter und hier kannst du letzten Endes nichts falsch machen. Generell nutzt du einfach den linearen Weg nach oben und dadurch wirst du dann automatisch beim jetzigen Schrein rauskommen. Als nächstes wartet der schwierigste Bossfight aus Black Myth Wukong auf dich. Solltest du hierbei Probleme haben, schau gerne mal in meinen folgenden Bossguide rein. In diesem habe ich mir verschiedene Möglichkeiten für dich einfallen lassen, damit du es deutlich einfacher hast, den Kollegen auszuschalten. Und sollte ich dir mit diesem Video bislang weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Nachdem du die verschiedenen Phasen der Bossfights absolviert hast, erhältst du nicht nur eine schöne Cutscene, sondern auch sehr viel wertvollen Loot. Den habe ich dir ja bereits vorhin im Video gezeigt und wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Black Myth Wukong unten im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!